herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 5 ist das jetzt, ne? Jo. Ich habe keine Ahnung, ich glaube schon, ja. Zu den Chaos-Karo-Special. Oder Karo-Chaos? Egal. Kann man halten, wie man will. Auf alle Fälle, wir sind weiterhin Spaß dabei, Ip und Op zu haben. Sind da gerade effizient noch am Abfeiern. Auf alle Fälle, machen wir mal so weiter, wie wir gehabt haben, ne? Yay. Oh, was? Das kannst du übrigens mit dem rechten Stick kontrollieren. Ja, ja. Ist mir gerade mal aufgefallen. Mal gut, wow. Geht schon mal gut los hier. Ja. Ja. Und kaputt. Oh, aber du, richtig. Warte, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Nice. Passt doch. Komm rein, komm rein, ja. Komm rein. Ja. So. Und. Flup. Flup. Da oben ist eine Bubble. Ja, ja, hier ist ohne Bubble. Unten? Wir wissen, warum hier eine Bubble ist. Okay, einfach nur, dass sie da ist. Aus Gründen. Just for reasons. So. Kannst du machen, Bubble, da oben? Das ist schwierig. Vielleicht, wenn wir hier springen? Nee, es ist sehr schwer, muss ich sagen. Ich glaube, da sind wir effizienter, wenn wir von hier aus starten. Problem ist, wie komme ich da hoch? Ja, gar nicht. Siehst du? Oh, doch, komme ich. Ha, stimmt. Wer will? Warten wir, bis sie neu auftaucht. Guck mal, da links ist da noch was, ne? Mhm. Muss ich schon vorwarnen, Nase. Boah, oh, das war krass. Ich hab schon gedacht, oh oh, oh oh. So, warten mal, bis die neue kommt und dann jump ich. Mhm. Go. Ja, jetzt du hast mich quasi direkt gegen die Bubble geschmissen. Damit haben wir eigentlich schon mal einen perfekten Jump drinnen, muss ich mal so sagen, ne? Der wenn war schon gut. Genau bis zur Bubble befördere. Blub. Und spring. Okay. Ist komplexer, als es aussieht. Wie sagst du das jedes Mal, bloß diesmal in einer anderen Wortwahl? Hm? Diesmal in einer anderen Wortwahl, sonst sagst du genau dasselbe. Weil ich's kann, Mensch. Willst du springen? Ich probier's mal. Siehst du? Sag ich doch. Ich hab vergessen, die Sprungtaste zu drücken. No risk, no fun. Boah, hast du das gesehen? Hast du das gesehen? Full epic. Und go. Karo? Kann auch hier oben rum. Du auch. Ah, okay, ist ein Wort. Faule Socke, du. Aber diesmal warte ich ab, jetzt ist es mir ein bisschen zu riskant. Warum machen wir das Ding nicht einfach erstmal kaputt hier oben? Brauchen wir nicht immer durchjumpen. So. Versuch was wert. Ja, ausprobieren. Und? Nee, ich habe genau in dem Moment gedrückt, wo du auch gedrückt hast, und dann fällt er ja mehr so. Bringt nicht so viel. Hätten uns hier ewig an der einen Stelle wieder auf. Weil wir diese komischen Jewel da oben haben wollen. Egal. Wollen wir einen haben oder gehen wir weiter? Wir gehen jetzt einfach weiter, weil ansonsten dauert mir das zu lange her. Wir müssen noch mal irgendwas geschafft kriegen. Ach Quatsch, erzähl nicht. Ich hab schon wieder vergessen, den Timer zu starten. Ich sehe den Timer hier. Sehr schön. Effizient wie Sau. Und. Flip. Flip. Das ist ja böse mit dem Ding. Ist gemein, ne?
Aber da ist irgendwas. Hier gehen nämlich Bubbeln nach oben. Ja, nochmal. Warte mal. Und. Okay, ist nur Bubble, gut. Ja. Zum Geier warst du da? Ich hab null Ahnung. Ich glaube, du musst mich hier irgendwie hoch befördern. So. Ich glaube, das reicht nicht ganz. Nee. Warte. Ja, geh erstmal da hinten gucken, was ich da finde. Okay. Ich bleib dann einfach mal hier, ne? Stell dich mal hier hin. Ich hab eine Idee. Okay, das reicht doch nicht so ganz. Vorder, meinst du? Naja. Ich dreh mal kurz ein paar Runden. So. Mhm. Nee, drauf. Oh, verdammt, geht nicht, schade. Wäre zu schön gewesen. Jetzt ist die Frage, was müssen wir hier machen? Also ich kann nur von hier aus... Oh, warte mal. Und dann könnte ich dich da hoch befördern. Ist gar niemand so verkehrt. Das versuchst hier so. Ja, nur was bringt mir das? Dann bin ich nämlich da. Was ist, wenn du so runterjumpst, wartest und den Schwung ausnutzt, um dann wieder hochzugehen? Das könnte man ausprobieren, ja, stimmt. Nee. Dafür habe ich hier nicht genug Schwung. Moment mal. Das ist dasselbe in grün. Die Scheiße ist, dass das nicht im Boden ist, sondern in der Wand. Komme ich nicht richtig durch so. Guck mal, was hier hinten ist. Blubbeln. Okay, also hier müssen wir irgendwas damit machen. Kannst du auf mich springen, wenn ich hier hin und her jumpe, so als Zwischen Step? Das bremst dich extrem runter. Ja, aber ich meine, wenn du von hier springst, wird es timed, dass du mich hier erwischt. Oh, das wird schwer. Worth a try. Es ist verdammt schwer, ey. Ich sag dir, das Timing, das ist nicht ohne. Das ist von hier unten. Aber was anderes fällt mir jetzt auch nicht ein. Du hast Spaß, ne? Jo.
Ich kann doch noch mein Gamepad in der Hand nehmen. Hm? Ich muss ja doch noch mal mein Gamepad in der Hand nehmen. Go, Caro. Go, Caro. Das war schon nicht schlecht. Aber optimal noch nicht. Aber ich weiß nicht, wie das sonst funktionieren soll. Muss ich ehrlich gestehen. Wir müssen versuchen, wenn... Warte mal. Spring mal. Jetzt sind wir gleich auf. Wir müssen versuchen, entgegengesetzt zu kommen. Dass wir nicht reingehen und du rauskommst, du rübergehst, wisst ihr? Jetzt sind wir wieder gleich auf. Das bringt nicht viel. Weil ich mache einen längeren Weg, bleib einfach drin und passt dann den Moment ab. Mist. Hab's versucht. So ein Dreck hier, ey. Das ist sau schwer. Es muss doch einen anderen Weg geben. Sag mal, springst du jetzt höher? Nö. Kommt mir so vor. Doch. Keine weiter. Wie geht das? Hier ist ein beschissener Sprung zu kotzen. Ich habe eine Idee. Komm mal rüber. Komm mal hier rüber. Okay, spanisch. Und zwar bringe ich dich hier auf das hohe Ding. Ja? Dann jump ich auch auf das hohe Ding und du schmeißt mich hoch. Und dann habe ich ja mehr Schwung und kann vielleicht hier unten von der anderen Seite aus dran, weißt du? Haha, war knapp. Ich glaube, das könnte so funktionieren. Dass du dann versuchst, hier so... Genau. Ha! Ja, es hat funktioniert. Jetzt bin ich nämlich da und hier, da kommst du weiter. Siehst du? Geht doch. Hätte jetzt einer unten lang gemusst, glaube ich. Ich gehe ja schon. Rette mich! Ah! Nein! Schnell, 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 schnell. Ah, du könnt. So viele Blubbeln hier. Meine Blubbeln. Ich liebe die Blubbeln. Hey, aber das war gar nicht so schlecht. Wir haben tatsächlich nachgedacht und es hat funktioniert. Hast du die Geräusche auch? Ja. Okay. Ist alles noch in Ordnung. Wir sind, glaube ich, im Gebiet angekommen. Geh mal. Hier unten. Ah, da durch. Unten ist eins, ne? Und jump hier raus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Caro, Caro, Caro. Ich werde angegriffen. Angriff der Killer-Igel. Interessant. Okay. Oh, Angriff der Killer-Igel von hinten. Blubbel, Blubbel, Blubbel! Ich bleib mal hier unten, weiter. Nein! Ja, aber das bringt ja nichts. Doch, kannst mich. Ach nee, bringt nichts. Nee, bringt nichts, weil du hier nicht hochkommst. Wir müssen beide gleichzeitig. Toll! Blubbel, Blubbel, Blubbel! Ja, kann auch nichts machen. Wir müssen da beide gleichzeitig schon rein. Ja, warte mal. So. Ja, ich mach schon. Ha 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 ha!
Komm, Blubbel, Blubbel. Ach, die verfolgen einen auch noch, die Scheißviecher. Ah, interessant. Das kann man nutzen. Spring, 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 spring. Ich lenk sie ab. Nein! Komm, lass das einfach synchron machen hier, synchron springen. 3, 2, 1, go. Oh! Aber der kommt jetzt gleich nach, wetten? Die machen die Dinger kaputt. Ey, die machen auch Synchronspringen. Was zur Hölle? Siehst du? Okay, pass auf. Schmeiß mich mal hier in die Bubble rein. Kann ich die nämlich kaputt machen. Wenn du dann da hinten rüber gehst. Einfach ignorieren. Okay. Ich glaube, ich muss. Tatsache, du musst runter. Ich kann ja hier hoch. Aber ich muss dich jetzt hier hoch befördern. Nee. Du musst mich hier hoch befördern. Weil hier ist Blubbel. Ah, die Blubbel. So, mal gucken, was funktioniert. Hier ist noch eine Blubbel. Blubbel! Blubbel! Konnte man hier hinten nicht auch noch andersrum raus? Ah. Das bringt aber auch nicht so viel, oder? Nee, das ist dann ist wieder einer unten, einer oben. Was ist, wenn du Blubbel hier oben nutzt? Ich komme sowieso nicht hier hin. Warte mal, ich bring dich mal hier hoch. So. Jetzt bring ich dich hier hoch, genau. Ja, das Teil, das ist da unten. Naja, was ist, wenn du so jetzt versuchst zu jumpen? Nee. Aber so könnte ich vielleicht die Bubble erobern. Oh, das Geräusch gibt mir auf den Sack. Wie zum Teufel soll man das machen? Da ist eine Bubble und da ist eine Bubble. Genau. Komm, lass uns einen rechten Winkel malen. Verdammt. Okay, pass auf. Also was müssen wir denn jetzt hier machen? Also wir müssen hier unten da einmal raufkommen. Genau, da muss einer hin und da oben muss einer hin. Ah. Den da oben, den schaffen wir ja ohne weiteres. Das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wie wir den hier unten hinkriegen. Vor allen Dingen sehe ich hier ist auch noch ein drittes. Siehst du das? Dann ist wahrscheinlich da oben auch noch einer. Was ist, wenn ich dich jetzt mal hier hochlasse? Komm mal zu mir. So, zack. Und du jetzt versuchst von oben runter zu springen, ob du dann rankommst? Könnte was werden. Ah, knapp. Ich glaube, mir fehlt da irgendwie ein Nanometer quasi. Guck. Was ist, also, das schaffe ich nicht. Die Bubble nutzt? Die da hätte ich nehmen können vielleicht. Muss man nur dann richtig timen. Ich geh mal hier runter, damit du siehst. Effizient. So, Bubbel. Ne. Verdammt! Wie zur Hölle kommt man da? Aber du kommst, wenn du das machst. Boah, dann komme ich nicht hier hoch alleine. So.
Wie weit komme ich hier hinten irgendwie hin? Wie weit komme ich denn? Naja, bringt doch, doch, das bringt was. Aber ich komme jetzt hier nicht rein, scheiße. Sonst hätte ich nämlich gesagt, zack, bumm, bin ich hier alleine drauf. Ja, warte, das, schaffst du es hier hinzukommen? Ja. So, okay. Muss ich nicht eher nach da oben? Ja. Na, ich komme ja, wenn du dann von hier springst, schaffst du es dann nicht hier hochzukommen? Das weiß ich nicht. Weil ich komme hier definitiv nicht durch, weil hier sein Rot. Rot. Ja, aber ich käme über diesen Jump da auf jeden Fall alleine auch hoch. Verstehst du? Ich gebe mir dann damit den Schwung. Und komm mal hier, ja. Ich kann ja da hoch. Ich komme ja von hier aus. So. Dass du jetzt auf mich rauf gehst. So. Mhm. Guck mal, jetzt bin ich ohne deine Hilfe hier oben hingekommen. Ohne meine Hilfe? Ja, nee, jetzt bin ich hier. Das bringt uns auch nichts. Na, vielleicht kriege ich alleine Bubbel. Also wann kommt zu euch? Ha! Sehr schön. So, und wie komme ich jetzt dann auf die andere Seite? Ha! Jawoll! So, Viech. Ah, die gehen dadurch kaputt, interessant. Ja, aber ich glaube, wir sind bei so 22. Ja, schön, wir können. Kommt hin, ja. Ja. Na dann, liebe Leute. Ja. Wir hoffen mal, es hat euch Spaß gemacht. Ja. Ihr habt nicht allzu sehr abgefeiert, weil wir zu blöd sind teilweise. Schaut beim Caro rein. Macht auf alle Fälle Laune bei ihm. Was machst du für Projekte? Kirby Space Program hast du jetzt gemacht zuletzt, ne? So ja, alte Spiele. Das war ja dieses Let's Learn. Und so hauptsächlich läuft bei mir immer Factorio und OpenTTD. Aber wahrscheinlich kommt jetzt bald noch mehr. Na, das wird doch wohl sein, ne? Ja, ich muss ja mal wieder... Das ist jetzt ja da wieder, ich seit langem irgendwann aufnehmen. Richtig. Ist ja jetzt schon mal ein Anfang, was wir hier machen. Ja, richtig. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ne? Auf alle Fälle. Und nicht vergessen, wir Chaos-Ossis haben ein großes Ziel. Bis dann. Ciao. Tschüss.